Moin und herzlich willkommen zu meinem ersten Commentary. Dieses Mal tatsächlich in einer nekrotischen Schneise plus 19. Mein erster Key in Shadowlands, den ich so hoch gespielt habe. Und deshalb auch irgendwo ein klein wenig was Besonderes für mich. Wie ihr seht, bin ich auf Discord mit meinen Leuten. Wir sind 4 Premates gewesen. Und deshalb ist der Sound auch aus, weil ich möchte die Leute eigentlich nicht unbedingt so öffentlich machen oder wie man das nennen soll. Schauen wir doch mal an. Über mein Chatfenster wird immer wieder eingeblendet, wie meine Statsrates zu dem Zeitpunkt waren und welches Legendary ich gespielt habe und welche Talente ich gespielt habe. Das könnte für einige Leute ja teilweise sehr interessant sein. Gelabert, während es weitergelaufen ist. Also, unser Tank hat halt einen Big Pull angekündigt und dadurch, dass wir verstärkt haben, haben wir gesagt, wir wollen den ersten Pull mit Bloodlust machen. Und wie ihr hier jetzt gerade seht, gerade im Standbild, ich fange schon mal an, halt die Agni auf meinen Gegnern zu machen. Versucht ganz gut zu verteilen. 6 Stück habe ich verteilt und dann habe ich halt mein Burst reingesetzt. Und wie ihr seht, mein Hexenmeister, guck mal, aktuell Zahn, ich habe es gerade erst angefangen zu bursten. Und die anderen sind halt deutlich höher als ich im DPS. Und das merkt man schon sehr stark. Aber ich meine, jetzt langsam und jetzt kommt es richtig schön hoch und der komplette Burst ist drin. Ah, und das war wunderschön. Sie fallen sehr, sehr gleichmäßig. Die Herausforderung hierbei ist aber tatsächlich, dass wir halt inspiriert haben. Nee, nicht inspiriert. Spiteful. Was heißt das auf Deutsch? Keine Ahnung. Spiteful auf jeden Fall. Und Spiteful ist sehr, sehr, sehr nervig, wenn man so große Pulse macht und 2 Melees mit hat plus den Tank. Und wir haben natürlich auch unseren Monk Heiler mit dabei. Ich versuche hier noch das letzte Add umzuhauen, um noch meinen letzten Soul Shard zu bekommen. Und natürlich spawnt direkt einer neben mir. Die anderen pullen schon mal weiter. Passt ja auch alles, ist ja alles auch relativ gut. Ja, ich habe mir auf T, könnt ihr vielleicht sehen, also da zwischen 5 und 8, habe ich mir halt ein Makro gesetzt mit Fokus drauf, weil ich eigentlich immer Fokus interrupten möchte. Das ist deutlich schneller. Ich glaube, viele Leute unterschätzen das. Gerade wenn man halt eine Gruppe hat, mit der man spricht, dann unterschätzt man sehr, sehr häufig, dass es das sehr wichtig sein kann, halt einfach zu wissen, wem soll ich interrupten. Du kannst immer noch ein Fokus-Target haben, was du burstest, und du hast halt ein Target im Fokus, das du halt unterbrichst. Hier habe ich nochmal einen kleinen Mini-Burst reingehauen. Wie ihr seht, das ist jetzt nicht, also nicht so hart. Hier kommt jetzt das Spaltbeil, und das Spaltbeil ist ziemlich strong, kann aber auch richtig doll wehtun. Und ich schaffe es tatsächlich noch, mich so hinzustellen, dass ich den Gegner treffe und nicht selber getroffen werde. Ja, wie ihr halt gerade seht, ich habe 2 Stacks von Blue Grievous, schrecklich, und 3 Stacks jetzt mittlerweile, 2 Stacks wieder runter. Und bei diesem Miniboss hier ist das gerade für unseren Monk-Heiler sehr, sehr schwierig, halt stabil immer die HP hochzuhalten, und dieser Debuff stackt und macht einfach mehr und mehr Schaden. Aber es ist halt gut gegangen, zum Glück. Wie ihr seht, jetzt habe ich habe mir halt einen Fokus gesetzt. Ich habe jetzt den Leichenernter, habe ich mir einen ausgewählt, habe gesagt, jo, ich interrupt den, der links ist. So, und dann habe ich den einfach ins Fokus gesetzt, und jetzt kann ich weiteren Schaden auf die anderen machen. Wenn er anfängt, Feuchtigkeit entziehen zu wirken, kann ich sofort unterbrechen, und dann ist das Problem weg. Ich muss ihn nicht wieder anklicken und dann erst unterbrechen. Und da habe ich es wieder gemacht. Also, er stand halt weit hinten, ich konnte weiterhin Fokus auf den zusammengeflickte Vorhut, konnte ich halt weiterhin Schaden drauf machen, fokussierten Schaden. Und ich konnte den anderen halt einfach runternehmen. So, und jetzt kommt eine Situation, wo ich dachte, der Key wird depleted. Und zwar, wie ihr in meinem Details seht, haben wir mich als Knight für mit. Wir haben einen Schurken mit, der Kyrian ist. Und wir haben einen Ventyr mit.
Unser Demon Hunter ist auch ein Nightfee. Einfach aus dem Grund, weil er damit deutlich mehr Schaden fährt und in der Playstyle viel mehr Spaß macht. Unser Monk ist auch Ventier. Also haben wir diesen Schurken mitgenommen, damit er die Statue hier aktiviert oder den Goliath halt aktiviert. Und er macht es einfach nicht. Und wir stehen und wir warten und wir warten und wir warten. Und also er hat den Proboscis rausgeholt, macht aber nichts, überhaupt gar nichts. Und irgendwann haben wir halt gesagt, yo, jetzt oder nie, du musst jetzt loslegen, go. Also wir können nicht darauf warten, dass der jetzt irgendwas macht. Und er bricht es immer wieder ab. Habt ihr es gesehen? War ein bisschen zu weit. Schau. Abgebrochen. Gleich nochmal aus der anderen Perspektive. Stellt sich nochmal hin. Setzt es in Gang. Ja, jetzt steht der Fette im Weg. Ich stelle mich nochmal anders hin. Und sieht ihn da. Er geht hin. Fängt an zu hammern. Bricht wieder ab. Wir wissen nicht wieso, wir wissen nicht, ob es am Schurken lag oder woran es halt lag, aber es war sehr, sehr nervig. So, bei diesem Boss hier sind eigentlich nur zwei Fähigkeiten relevant. Zum einen ist es das Anspucken, wo er halt die einen Spieler anvisiert und dann spuckt er sie an. Und da spawnen dann drei kleine Larven raus. Und dafür hat man eigentlich diesen Goliath, weil du bekommst einen Buff, so einen Anima-Buff, der enorm viel AOE-Schaden macht, gerade wenn man zusammensteht, was man bei diesem Boss machen sollte. Und er heilt auch so extrem. Und deshalb sollte man das eigentlich immer hier machen, dass man den Goliath halt nutzt, um die kleinen Ads wegzukleaven und weiteren Focus-Damage halt auf den Boss zu machen. Schaut ihr, da kommt das Spucken. Wir können jetzt gerade sehen, da kommt so ein kleiner grüner Pfeil über dem Spieler. Das ist bei uns in diesem Fall jetzt Jura, also unsere Heilerin. Und ich durchs Battle habe nicht gesehen, dass sie sich halt zu mir rüber gemoved hat und habe den Strahl voll abbekommen, was sonst ein Kommunikationsfehler war. Aber wie ihr seht, meine Stats sind gerade richtig hart. Ich bin ready, um reinzubursten. Ich habe 99% Haste, ich habe 163% Meisterschaft. Jetzt soll reingeknackt werden. So, hier habe ich jetzt gerade so ein klein wenig den Fehler gemacht, dass ich halt nicht mit der Gruppe mitgegangen bin. Normalerweise, wenn ihr diesen Anima-Buff habt, ja, dann sorgt dafür, dass ihr schön sauber zusammensteht und nicht auseinanderlauft. Da bin ich stehen geblieben, das war natürlich auch total dumm. Aber wie ihr seht, ich habe mich jetzt komplett abgeschottet und für unseren Heiler wird es jetzt sehr, sehr schwer, mich zu heilen. Ich muss bei der Gruppe bleiben, wir haben einen Melee-Heiler. Und bei dem Boss kommt ja kein Cleave-Schaden nach vorne, bis auf wenn er dieses Anspruch macht. Da habe ich mich jetzt dazu entschieden, dass ich halt noch hinlaufe und sage, jo, ich muss jetzt wieder dicht dran. Aber es ist zum Glück nur eine tyrannische Woche, das heißt relativ smooth, alles gut. So, da auch wieder, ich habe halt ein Ziel im Fokus und den greife ich, den interrupt ich halt. Da haben wir es gleichzeitig gemacht, das war ein bisschen dumm. Wieder Fehler der Kommunikation, kommunizieren miteinander, wer was unterbricht. Weil das kann sehr, sehr nervig sein. Jetzt fehlt uns nämlich wieder einer. Wir haben zwar einen AOEs dann reingekriegt, aber ja, achtet da wirklich drauf. Da ist mir gerade aufgefallen. Wenn ich das so am Gucken war. Du hast halt als Monk Ring of Peace, was ein total geiles Toolkit ist, und sie ist extra zu mir hingekommen, damit wir es wegschubsen können. Aber sie hat ihn zu früh gesetzt. Das heißt, gerade als mein Spiteful angekommen ist, ist der Ring of Peace verschwunden. Sehr, sehr unpraktisch. So, dieses Mal klickt er tatsächlich den Probosen an und dieses Mal funktioniert es auch. Der Golem stellt sich auf. Es kommen so kleine Kügelchen. Unser Tank sagt ja gerade an, yo, Leute, lasst mich anpullen. Ich fange dann schon mal so langsam an, setze meine Dots hoch. Hatte tatsächlich auch ein klein wenig die Hoffnung, dass wir noch größer pullen. Aber haben wir nicht, ist halt so. Aber alles schmilzt halt sehr, sehr stark runter. Ne? Wir wollen den Buff bestmöglich ausnutzen, das heißt gleich wieder als nächstes reinsetzen. Das ist jetzt mein Fokus-Target.
und unterbrechst, sodass wir ihn schön zusammen haben. Und dann wieder rein da. Und da könnt ihr auch, also auch als Caster könnt ihr gerne ein bisschen dichter drinne stehen. Denn ansonsten seid ihr halt einfach kein Vorteil für die Gruppe. Ihr heilt halt eure Mitspieler, an denen ihr dicht dran steht. Das ist Unsinn. Heilerin gestorben. Woran ist sie denn gerade gestorben? Schauen wir mal. Da war Grievous. Ist da gerade ein Cast durchgekommen? Knochenflinken. Knochenflinken nochmal. Wurde unterbrochen. Schattenbrunnen. Knochenflinken. Und noch ein Knochenflinken. Okay, da hat sie wahrscheinlich zweimal Knochenflinken halt reinbekommen. Und daran ist sie dann gestorben. Unterbrechen. Also habt den Interrupt oder einen Massenstun oder irgendwas unterbrecht, Stun, CC, was ihr überhaupt habt. Wenn es so welche Möglichkeiten gibt und ihr es nicht für andere Situationen gleich braucht. Hier ganz wichtig, ich benutze einen kleinen Vier-Effekt, ich weiß gar nicht, wie die Fähigkeit heißt. Auf jeden Fall, ich nutze diese Fähigkeit sehr, sehr häufig, um die Spitefuls von mir wegzubekommen, sodass ich halt nicht Schaden drauf machen muss, sondern sie einfach weg auskalten kann. Macht es. Kämpft nicht mit ihnen. Lasst sie einfach nur von alleine sterben. Das ist deutlich besser, deutlich effektiver. Waste of Soulstone, weil der wäre jetzt down gewesen und unser Schamane hätte resten können. Ich weiß nicht, warum ich das Tube war. So, ich habe Ingenieurskunst auf meinen Hexmeister. Und da habe ich die Modifizierung für den Gürtel, dass ich mich unsichtbar machen kann. Ich weiß, dass es die Herausforderung gibt, dass es fehlschlagen kann, aber das ist mir nur einmal bis jetzt passiert. Und für den Case habe ich auch immer einen Invispot liegen, wie ihr seht. Aber das hier ist deutlich effektiver. Weil das bedeutet, ihr könnt halt, den könnt ihr deutlich häufiger einsetzen. Und ihr könnt die Fähigkeit halt auch nutzen und danach könnt ihr die Flask halt benutzen, wenn ihr Single Target oder AOE Burst haben wollt. So, jetzt wurde gerade abgesprochen, wer was halt unterbricht. So, hier kommt der Tormented, der mich tatsächlich am meisten stört von allen. Man muss, wie ihr seht, er macht den Strahl und als Caster will ich halt nicht lange stehen bleiben. Deswegen, ich bewege mich nur sehr, sehr wenig und gerade in der Situation war halt im Discord auch wirklich das Gespräch, yo, Chris, weich, also, das war sehr, sehr, sehr knapp. Denn Hans mit Schaman ist gerade verreckt, kommt vor. Ich stehe gerade safe, aber er konnte halt wieder aufstehen. Das kann, ich glaube, alle 30 Minuten kannst du das als Schamane. Und das, das sollte man auch auf jeden Fall machen. Schurke auch kurz vorm Verrecken. Aber alles gut. Jura kriegt sie wieder. Relativ gut gechoppt. Jetzt machen wir halt ready für einen Big Pull. Das heißt, ich ziehe keine Hardburst oder so. Wir wollen halt nur schnell den hier runterkriegen. Und das war's. Denn danach kommt noch ein Pack. Und ich möchte da alles ready haben. Ich möchte da vollkommen reinnuken. Und wenn ich mich recht erinnere, kommt da vielleicht ein Fail? Ich weiß es nicht mehr. Oder ich krieg nicht so reingenugt, wie ich es eigentlich wollte. Mal schauen. Sehen wir gleich. Auch hier, also dottet immer die Gegner hoch, also alle Gegner hoch, aber habt Fokus auf den Haupt, also auf den Nekromanten. Denn sobald er stirbt, sterben die alle. Das hier ist rein weg, einfach nur um die Dots hochzumachen, sodass man halt ein bisschen mehr Schaden auch mit dem Seed halt macht. Stirbt auch gleich. So, Buff abgeholt. Wir sehen, wir haben noch 55 Sekunden. Wir haben einen Speer. Unser Tank fängt an und pullt. Was ich da vergessen habe. Vergesst niemals, meine Freunde. Als Hexmeister könnt ihr euer Pet nicht nutzen, wenn ihr auf einem Mount sitzt. Frag mich nicht, wieso. Das geht einfach nicht. Du kannst sie, ja, auch nicht losschicken oder irgendwas. Sie machen gar nichts, während du auf dem Mount sitzt. Sie haben keinen Respekt mehr vor dir auf dem Mount. Und ich
weiß nicht, ich habe mich gerade ein bisschen positioniert. Weiß gar nicht, was ich da gerade so eigentlich gemacht habe. Also, ich wusste halt, dass unser Tank halt reinbursten möchte. Aber das ist dumm. Jura, also unsere Heilerin, ist gerade gestorben. Das heißt, wieder aufsammeln. Die Regenerie. Mir ist das gar nicht aufgefallen. Keiner hat halt was gesagt. Erst jetzt ist es ihnen halt so aufgefallen und dachte, oh, tot. Nicht blöd. Und da ist uns gerade allen aufgefallen, dass wir hinten noch was stehen haben. Sehr dumm. Sehr dumm. Der Big Pull gerade eben war vollkommen gewastet für mich. Also, das war mein Fehler. Ich dachte halt, nee, ich brauche kein Burst, also ich brauche da nicht reinbursten, die sterben sowieso schneller, als was ich so hochdotte. Und die Einstellung niemals. Immer reindotten und immer versuchen zumindest, also basically Schaden zu machen. Ich habe da halt gar nichts gemacht. So, auch hier, ich habe mir halt eine Weak-Aura, oder nicht eine Weak-Aura, ein Makro gemacht, womit ich halt das Pad sofort entferne. Denn solltet ihr das Pad nicht entfernen, läuft das Pad nicht mit euch hier rüber, sondern hier rum. Und dann denken die sich, oh, ein Pad, hauen wir den doch mal auf die Schnauze. Also, entfernt eure Pads. Sehr nervig, wenn sie, die sind nicht intelligent. Da habe ich gar nicht mitbekommen. Unsere Tank wollte schrauben. Ich hatte mir schon ready gemacht, dass ich hier dick gleich nochmal Schaden machen kann. dann sagt er auf einmal, ah, wir schrauben jetzt. War ich nicht ganz so drauf vorbereitet. Auch hier gerade, wenn ihr als DD angecharged werdet, und das werdet ihr irgendwann, dann zieht irgendein defensiven Cooldown, denn gerade in Wochen wie schrecklich ist es sehr, sehr hart, weil du halt auch noch von den Tormented halt einen Debuff bekommst, der auch sehr viel Schaden macht, und das kann den Heilern echt zum Verhängnis werden. Guck mal da, ihr bekommt halt so einen 7-8 Sekunden Debuff, der halt die ganze Zeit blutig, einen blutigen Effekt auf euch runterticken lässt. Und dann vorneweg macht der Tormented halt, dass die Heiler weniger heilen. Und dennoch mit schrecklich. Geht weg, zieht irgendwas um, halt besser überleben zu können. So, wie ihr seht, Bossfight ging los. Wir haben jetzt ausgesucht, yo, wir müssen die und die müssen wir jetzt nochmal ranholen. Und bewahrt hier als Hexenmeister auch ein AOE-Burst auf. Denn als Hexenmeister ist es ja so, ihr bekommt mehr, also mehr Tempo, je mehr Gegner ihr halt trefft mit der Fähigkeit. Deshalb macht es halt am besten so, dass ihr hier zum Beispiel abwartet, sodass ihr alle einmal trefft. Ich weiß nicht, mache ich das jetzt ohne? Ja, mache ich. So, wie ihr seht, ich habe halt sehr viele getroffen und konnte deshalb dummerweise mich auch nicht mehr bewegen. Doch, hätte ich können, aber ich habe einfach gedacht, nee, no shit, das muss ich jetzt, ich muss den Burst durchziehen. Weil solange ich in dem blauen Zirkel hier stehe, da mache ich halt deutlich, also habe ich noch mehr Tempo und das will ich ausnutzen. Wollte ich ausnutzen. Dumm. Hört auf damit. Niemals. Pfei. Da haben wir da hinten noch einen vergessen. Das ist richtig dumm. Wir haben ihn letzte Sekunde noch wegbekommen, aber fokussiert die Ads alle, auch ich, auch die Heiler, geht dahin und macht Schaden auf das Ad, was weit weg ist, oder schubst es rüber oder irgendwas. So, ich packe jetzt hier noch mein Single Target, also mein Burst nochmal aus, weil ich kann sehen, er hat nicht mehr sehr viele Prozente übrig, rausholen und versuchen, also am Ende noch ein bisschen mehr Schaden zu drücken und so schnell wie möglich halt wieder ready haben, damit man oben, aber nicht aufbewahren. Hört auf, so welche Sachen aufzubewahren, nur weil ihr denkt, sind nur noch 2%. Ihr müsst sowieso jetzt noch nach oben fliegen und der Big Pull muss auch erstmal richtig gemacht werden. Das heißt, bevor sie alle positioniert sind, habt ihr die locker wieder ab. Da ist auch gestorben und wir haben noch 18 Minuten. Wie gesagt, habe ich ja am Anfang bereits erwähnt, der ist in Time. Mein erster in Shadowlands. So, unser Zank hat ja gerade angesagt, jo, wir machen zuerst diese kleinen Hände und danach machen wir den Tormented. Einfach nur, um den defensiven Vorteil halt gleich noch mitzunehmen, bevor wir den Big Pull machen.
Kann ich auch nur empfehlen, denn sobald die letzten Kreaturen hier oben gestorben sind, macht er, also könnt ihr den sehr, sehr schwer mitmachen, weil ab da kommt alles automatisch. So. Für jeden Hexenmeister und euch, ihr habt eine Fähigkeit, die heißt Immunisches Zirkeln. Der ist super nice. Denn so wie jetzt, wir pullen, ich setze ihn und gleich zieht er uns ran. Normalerweise müssen wir Zeit damit verschwenden, die Ketten runterzumuten. Ihr könnt einfach nach hinten teleportieren und dann könnt ihr weiterhin Schaden drauf machen, denn die Ketten verschwinden sowieso. Macht es. Es spart euch so viel Zeit, einfach nach hinten, bam, fertig. Und dann könnt ihr weiter Schaden drauf machen. Außer wie jetzt, gleich zieht er wieder ran. So, Seelengestalt, umgekehrt und wieder dahin. Und sollte er noch länger leben, dann habt ihr wieder gleich, in 3 Sekunden habe ich wieder das Teleportieren mit dem dämonischen Zirkel. Macht es also. Ihr spart euch Zeit, ihr müsst die Ketten nicht machen. Die Ketten machen nicht ausreichend Schaden. Ich glaube gar nicht, dass sie überhaupt Schaden machen. Die stunnen euch halt einfach. So, da kam der Befehl, yo, Big Pull. Ich meine sogar, dass wir hier einen Speer jetzt einsetzen. Ja, machen. Ein bisschen spät, meiner Meinung nach. Hätten wir vielleicht am Anfang machen sollen. Aber das war tatsächlich, weil der Tank halt out of cooldown war und nicht mehr so viel hatte. Und er wollte halt lieber schnell das Pack jetzt noch tot machen, anstatt zu riskieren, dass wir halt einen Vibe haben. Ihr auch, habt den roten Pfeil über den Kopf, stellt euch so, dass da immer etwas zwischen euch und dem Caster ist. Das wird wahrscheinlich allgemein immer ein kleines Problem sein. Ich bin sehr, sehr schwach da drin, meine Akne immer wieder aufrecht zu erhalten. Und daran muss ich sehr, sehr stark arbeiten. Denn sie machen mehr Schaden, sie geben mir mehr Schaden, sie geben mir mehr Soul Shards. Und das will ich haben. Und das ist mein größter Fehler. Aktuell, ich habe wir haben 4 Gegner. Jetzt habe ich 2-mal gesetzt, jetzt haben wir wieder noch einen, jetzt haben wir gar keinen. Ich setze jetzt einen auf den Shard. Okay, das sind tatsächlich auch nur noch Shards, das heißt, es lohnt sich auch nicht so unbedingt. Oh, da habe ich es nicht mehr geschafft. Ich dachte, ich wäre smart, ich konnte mich noch hinblinken. Und ja, wie ihr seht, ist das nicht ganz so gut gelaufen. Er channelt mich halt an und ich bin genau dran vorbei. Und dann habe ich halt die Axt voll ab. Guck mal, auch hier, ich habe jetzt nur auf 3 Zielen halt meine Agni und wir haben 5 Zielen. Und wir wollen im besten Fall auf 5 Zielen und nehmt euch die Zeit. Und ich muss mir auch die Zeit nehmen. Ich mache diese Videos ja tatsächlich auch, damit ich mir etwas anschaue und etwas daraus lernen kann. Denn es ist wirklich so, man sieht die meisten Fehler, glaube ich, erst richtig, wenn man sich sein eigenes Gameplay anschaut. Und für mich ist es übrigens ja was ganz Neues, mir mein eigenes Gameplay anzuschauen. Aber es kann mich verbessern und es kann halt auch vielleicht anderen Leuten irgendwo eine andere Perspektive geben, wie ihre Keys. Ich habe das Glück, ich habe einen sehr, sehr strong Tank mit dabei. Wir haben einen sehr, sehr strong Healer mit dabei. Unser Schamane halt auch. Und da habe ich es nicht mehr geschafft. Auch da, denkt dran, Weglauf. Dumm, nicht stehen bleiben. Wie der Tank pullt, könnt ihr halt nicht beeinflussen, aber es gibt euch vielleicht auch so eine Idee, wann ihr halt Cooldowns ziehen könntet. Auch da wieder. Seht, ich hatte gerade eben am Anfang vom Pull hatte ich halt volle Aufladung und jetzt fange ich erst wieder an und refreshe sie. Und das ist halt so dumm. Also wir haben 4 Gegner, ich habe nur 3 raufgesetzt, das heißt einer fehlt noch. Und ja, also bei den ganzen Sachen, die man da halt sieht, kann das auch schnell mal aus Auge fallen. Aber versucht wirklich immer die Scheiße drauf zu setzen. Hier versuche ich halt nochmal die Ads rauszusnipen. Wenn jemand stirbt, wenn Seelen entziehen ist oder Seelendieb ist, kriegt er halt einen Soul Shard. Das ist immer. Gerade bei Spiteful ist es halt sehr praktisch, ne? Dort drauf gesetzt, auch eh klar. Und dann Seelendieb. Macht das nicht so wie ich gerade eben. Lasst ihn durchlaufen, durchchanneln und dann erst danach, weil ansonsten habt ihr halt ein bisschen einfach nur Time gewastet und ist dumm. So, wie ihr seht, ich habe mir halt hier einen dämonischen Zirkel hingesetzt, weil eigentlich mein Plan war, dass ich mich moven wollte.
Aber das ist dumm. Hört auf damit halt. Den dämonischen Zirkel würde ich im Nachhinein betrachtet deutlich eher sehen, um halt den, also den Boss wegzukiten, anstatt den Haken dahin zu kriegen. Denn mit einem Haken könnt ihr, also ihr könnt euch am Anfang des Puls, könnt ihr euch schön hinsetzen und in der Nähe sein. Sobald er aber anfängt euch zu fixieren, könnt ihr nicht mehr da in der Nähe sein. Dann müsst ihr anfangen zu kiten. Und das muss halt einfach gekitet werden, denn es one-shot euch. One-shottet euch. Wir haben jetzt noch ein zweites Add dazu bekommen. Der Boss wird sehr, sehr gut liegen gleich. Denn wie ihr seht, da ist nicht mehr so weit. Diesmal hat mir der dämonische Zirkel geholfen. Ich habe mich halt schnell hinblinken können. Aber grundsätzlich nutzt die Fähigkeiten eher, um zu entkommen, als dass ihr euch davon hinblinkt. Ist meine Meinung. Da teilen sich vielleicht die Meinungen, aber ich habe es wirklich so. Bleibt lieber hier, als dass ihr anfangt, getötet zu werden. So, bei dem Boss hier zum Beispiel, da mache ich es ein bisschen anders. Dann nutze ich meinen dämonischen Zirkel, um, wenn ich aus dem Exil wiederkomme, direkt in eine Ecke reinzukommen, damit ich nicht das Problem habe, dass ich die Eisfläche irgendwo ablege. Und auch da, mein Fehler, lauft noch ganz rein in die Ecke, ganz rein, ganz in die hinterste Ecke, so weit wie ihr überhaupt laufen könnt, und setzt ihn da, denn das Eis soll am besten gar nichts berühren. Aber wie ihr seht, wir haben noch 2 Minuten bis Kampfrausch, das heißt, den ziehen wir nicht hier am Anfang. Ich baue erstmal auf und dann knallen wir rein. Ich hätte hier auch, also allgemein, meine Herausforderung ist halt, ich habe keine Flask richtig genutzt oder keine Pots richtig genutzt, was sehr dumm ist. Die Laufphase hört auf Schaden zu machen, überlebt, ist deutlich besser als zu riskieren, dass ihr sterbt. Ein toter DD macht keinen Schaden. Wie gesagt, Exil, ich weiß jetzt, ich bin in dieser Rotation halt immer der Erste, der nach unten kommt. Das heißt, als nächstes kommen die anderen beiden. Und dann ist es ja perfekt, mein dämonischer Zirkel ist gesetzt. Ich weiß, dass ich hier, wie ich da hochkomme und wo ich halt meine Fläche ablegen kann. Und die Leute können es halt auch sehen, die Leute wissen, jo, in die Ecke geht's. Und das ist halt so ein sehr, sehr, also eine sehr gute Absprache halt. Im Nachhinein gesehen könnte man vielleicht sogar noch so machen, dass man, schaut, bin ich extra nochmal in die Ecke weiter reingegangen, weil ich es da kurz vergessen hatte. Aber man könnte tatsächlich sogar ein Gateway so hinsetzen, dass die Leute halt, wenn sie wieder hochkommen, direkt wieder nach unten gehen können. Oder in die Ecke reingehen können. Um ihren Zirkel oder ihr Eis halt auch da abzulegen, die Fläche halt. Jo. Hier nochmal alles raushauen. Sind noch wenige Prozente. Der ist safe in time. Wir haben noch ein paar Minuten. Aber wieder. Haut den Burst raus. Stellt euch vor, wenn jetzt noch ein Wipe passieren sollte, haben wir immer noch 6 Minuten, die wir halt gehabt hätten, um den Boss nochmal zu tryen. Also auch bei wenigen Prozenten, haut raus. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen daran üben, so noch ein bisschen mehr zu kritisieren, wieso, weshalb, warum. Aber im Grunde genommen, glaube ich, kann ich sehr viel davon lernen, meine eigenen Gameplays nochmal zu sehen. Und vielleicht könnt ihr mir auch noch was sagen. Gerne auch einen Kommentar dazu, wie ihr es findet, dass ich die Videos schneide. Also da, wo ich sowieso nichts sage, halt das Stück wegschneide und dahin gehe, wo es halt interessant wird oder wo ich irgendwas sage. Über das Feedback würde ich mich freuen, denn ich finde immer diese sehr langen Commentaries sehr nervig, denn ab und zu mal sind es halt Passagen, wo halt gar nichts passiert. Aber vielleicht geht es auch nur mir so. Ich wünsche euch noch auf jeden Fall einen schönen Tag. Und, ja, moin, reingehauen.